der anderen Spule kann ich das Floß näher zur Insel ziehen. Jemand ist hier eingebrochen. Mitten in der Nacht. Er hat sich die Taschen mit Münzen gefüllt. Kannen mit Öl und Wein umgestoßen. Und alle, die hier begraben sind, entweiht. Es zerreißt mir das Herz, dass einer von uns diesen Ort entehren konnte. Nur für einen vergänglichen Augenblick irdischen Reichtums. Wir müssen einen Weg finden, diesen Ort zu schützen. Selbst vor unseren Brüdern. Mit den Seilspuren kann ich das Boot bewegen. Münzen für den Fährmann. Wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß.
Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert. Goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh.